Wir hatten das Problem, dass unsere Probenvorbereitung, also die klassische Art und Weise, wie wir unsere experimentellen Proben für die Lebenszellenmikroskopie vorbereitet haben, zu viel artifiziellen Stress eingeführt hat. Zu dem bestimmten Zeitpunkt muss ich einen Teil herausschneiden mit einem Skalpell, das auf ein Deckglas invertiere und damit dann zum Mikroskop gehe. Dieser Schritt des Ausschneidens und des Invertierens fügt dem Organismus einfach Verletzungsstress und mechanischen Stress zu. So wurde die erste Idee für diese Experimentier- oder Inkubationskammer geboren. Eine ganz wichtige Grundlage für die Art und Weise, wie wir diese Mikroskopie machen, ist erstmal ein Deckgläschen aus Glas. Und das war unser Ausgangspunkt. Und jetzt haben wir überlegt, wie können wir eine Inkubations- und Experimentierkammer da herumkonstruieren, die es uns eben erlaubt, die Proben so zu vorbereiten, dass wir nicht mehr schneiden und nicht mehr mechanisch invertieren müssen. Der Vorteil ist, dass ich das Experiment effizienter durchführen kann und es wird zuverlässiger. Also das funktionelle Prinzip der Incedes-Kammern ist weltweit einzigartig und auch patentgeschützt mittlerweile. Und es gibt meines Wissens nach nichts Vergleichbares. Wir bemühen uns, wo immer funktionell möglich, Polymere zu verwenden, die aus nachwachsenden Rohstoffen generiert werden. Zudem sind unsere Kammern auch mehrfach verwendbar. Eine Kammer kann einen ganzen Beutel an standardmäßigen Polystyrol-Petrischalen ersetzen. Unsere Experimentierkammern sind ein modulares System, das sich auch ständig weiterentwickelt. Sie bieten zum einen eine Inkubationskammer und ich kann aber auch durch verschiedene kleine Accessoires auch die Physiologie besser untersuchen. Ich kann Lichtfilter einführen, ich kann verschiedene Probenhalter einführen. Also da ist, sag ich mal, der Fantasie keine Grenzen gesetzt.